Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession Metroid Dread. Letztes Mal haben wir ein paar Tipps wieder von Adam bekommen. Ich weiß gar nicht mal, was letztes Mal war. Das war für mich ein bisschen. Wow, die schießt durch die Wand. Was für ein Penner. Okay. Okay. Fängt schon gut an. Der zerbröselt mich ja ordentlich. So, nochmal. Chemiebereich. Das war zu früh. Also innerhalb von einer Minute zweimal gestorben. Das ist schon nicht schlecht. Gut, versuchen wir es nochmal. Da ist ein Tunnel. Da komme ich nicht durch. Hier. Dieser Umhang, Phantom-Umhang ist recht cool. Das ist das Kartenterminal, glaube ich, wieder. So, alle Kartendaten. Und beim Großteil waren wir eh schon. So. Aber noch nicht. Es gibt ja eine Waffe, mit der man mehrere. Mehrere Ziele gleichzeitig feuern kann. Ja, ich will nach oben. Und das scheint mir so eins zu sein. Kiebst du denn rum? Mal schauen. Ah, dieser Block, den wir da hatten, wir schon mal. Scheint auch in etwa auf demselben zu basieren mit dieser Waffe. Das heißt, die wird wahrscheinlich das nächste sein, was noch drin ist, das nächste Power-Up. Okay, durchsliden. Okay, jetzt kann man da auch sich bewegen quasi. Und die Lava wird abgelassen, das ist immer sehr gut. Wir merken, da oben war ein Energy Tank. Wow, da steht viel Zeug. Wo komme ich denn da hin? Was habe ich verwendet? Puh, das ist ein Hardgerer. Das ist weit weg. Thank you.
keine. Dann steht er da unten. Weil das Transformieren scheinbar länger dauert. Naja, ja. Witzig, wie sich dieser Emmy-Bereich aufteilt. Energy Tank waren. Ach, darum, ja klar. Blödsinn, da ist es. Kacktür. Da jetzt. Hier lang. Au. So. Jetzt wird's eine Spielerei. Das richtige Timing zu finden, nämlich. Besser. Ja. Und ein Energy Tank. Was ist da oben? Ist das auch ein Energy Tank oder so ein Reserve Tank? Hat eine andere Farbe, glaube ich. Siehst du mal. Juhi, ein Energy Tank. Oh Gott. Öffnen. Hitzeenergie wurde umgeleitet. Damit öffnen sich neue Türen. Wenn ich dahin gehe, schaue ich noch kurz hier lang. Aber ich bin voll. Okay, da oben ist nichts. Gut. Aber gut zu wissen, dass so eine Station hier ist. Wie man diese Bots eleganter auslöscht, als ich es mache, können Sie das mal hier schreiben. Weil ich ehrlich gesagt nicht wüsste, wie man das sonst glatt machen könnte. Au.
Wunderschönes. Ach, das. Das, was von der Adam gesprochen hat. Das Shuttle. Finden sollte. Iron, also auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole, aber Ladezeiten aus der Hölle. Gut, hallo. So, ist hier jemand. Das Speed Booster. Mhm. Also beim letzten Mal war ja auch da, also beim letzten Gebiet war es ja auch so, dass dann ein Geheimweg war, den ich nicht gesehen hatte. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wo der hier sein sollte. Nee. Geht gar nichts. Ich kann auch nicht schon wieder zurückfahren, das ist bescheuert. Da muss ja was sein. Das ist zum Öffnen von der anderen Seite. Vielleicht liegt es echt an mir. Okay, dann bleiben wir doch da mal. Da vorne was? Nö. Abkürzung quasi. Ach. Da kommen wir nicht durch. Das ist die Hitzeenergie. Aber da komme ich auch nicht zurück. Weil hier ist ja jetzt die Schleuse zu. Geht das gar nicht anders? Das kann halt gar nicht sein. Okay, da unten komme ich auch nicht lang. Mein Gott, steht doch einfach. Also, es kann nur so weitergehen. Andere Möglichkeit ausgeschlossen.
Geht nur hier weiter. Geht gar nicht anders. Hoffentlich haben wir ein Pendelticket dafür. So, wieder hier angelangt. Das übersehen? Kann doch gar nicht sein. Hier ist wohl kein Druck zerstörbar. Jetzt auch weiter mit Speed Boost. Ich sehe hier schon wieder irgendwas nicht. Nee, alles zu. Dann, warte mal, dann ist das vielleicht anders. So, schauen wir nochmal zurück. Gefallen, dass ich mich wiederhole. So, jetzt ist nämlich die Frage, die ich mir stelle, ob ich die Therme wieder zurückleiten kann. Der Richtung, wie sie vor war, auch nicht. Das ist jetzt interessant. Weil ich an dieser Stelle mal einen Cut machen und suchen, weil das wird etwas dauern, wie es mir scheint. Weil ich scheinbar etwas zu doof bin. Also gibt es an dieser Stelle mal eine Pause für euch. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.